Hallo mal wieder. Heute heißt es Karl. Karl-Heinz Janke ist heute das Thema. Der angeblich wahnsinnige Erfinder, der da bis 1988 in Hubertusburg in der, so in der Psychiatrie gesessen ist, der wird jetzt immer mehr durch die Presse gehauen und seine ganzen Zeichnungen, seine ganzen Baupläne werden als Kunstwerke vertickt. So wie ich das hier mitbekommen habe. Ja, ich habe hier einige Zeitungsartikel durchgelesen von ihm. Er wird als wahnhafter Erfinder dargestellt. Wo haben wir es zum Beispiel? Ja, genau hier. Wer unvorbereitet in die Ausstellung gerät, wird wohl einige Zeit brauchen, bevor ihm Zweifel an den gezeigten Plänen und Skizzen kommen. Zu detailliert und glaubwürdig wirken die Zeichnungen. Kurator Peter Lang hat es vermieden, allzu offenkundig darauf hinzuweisen, dass der Erfinder, Ingenieur und Künstler, dem diese Ausstellung gewidmet ist, wahnsinnig war. Erst wer genauer hinguckt, mag Zweifel daran bekommen, ob es wirklich Flugschiffe geben mag, die mit Energie aus einem geheimnisvollen Erdmagnetismus betrieben werden können, oder ob ein Triebwerk nur durch das Sammeln und Komprimieren von Strom aus dem Weltall laufen kann. Ja, also, ne, also wie ihr seht, der wird hier als wahnsinnig hingestellt und irgendwo habe ich auch gelesen, dass bei ihm die Diagnose wahnhafte Erfinderei da irgendwie zuständig gewesen sein soll, dass er in der Psychiatrie ist. Ne, angeblich hat es aber so angefangen, dass er sich nach dem Krieg aufgeregt hat, damit die Kinder nichts mehr zu spielen haben und dass das ganze Volk nur noch wie bedöffelt vorm Fußball sitzt und König Fußball anhimmelt. Und das hat damals schon gereicht, um in die Psychiatrie zu kommen. So. Gucken wir uns mal die Baupläne vom Karl-Heinz Janke ein bisschen an. Die Lena hat mich da in letzter Zeit wieder drauf gesetzt. Vielen lieben Dank dir, Lena. Du hast auch schon angefangen, ein paar von diesen Bauplänen zu übersetzen. Denn auch wenn der Karl-Heinz Janke das so richtig schön gemalt hat, ist es mir ziemlich schwer gefallen, die Schrift zu entziffern. Ja, obwohl es keine altdeutsche Schrift ist, einfach nur ganz normale deutsche Schrift mit einer einem ganz besonderen Handschriftstil, ist es mir trotzdem ziemlich schwer gefallen, das alles Wort für Wort gleich lesen zu können. So, und über 2500 von diesen Zeichnungen soll es vom Karl-Heinz Janke da geben, die er in den Jahren von den 50er Jahren bis 1988 gemacht hat. Und das ist ja schon ein ganz schöner Wirrwarr. Und viele von diesen Zeichnungen beschreiben halt Luftschiffe oder Raumschiffe oder U-Boote, die dann mit einem ganz speziellen Antrieb angetrieben werden sollen. Ne? Und so wie ich das mittlerweile herauslesen konnte, hat er da so drei Hauptantriebe, die er verwendet. Und mit einem dieser Hauptantriebe wollen wir heute mal beginnen. Ne? Erst wenn wir die Antriebe verstehen, können wir ja da auch das rundherum zusammenbauen. Also fangen wir mal, würde ich sagen, bei den Antrieben an. So, hier ist das, was ich mir jetzt mal rausgesucht habe, also was ich übersetzen konnte. Ich habe da 2 Wochen wie die Ziech ins Uhrwerk reingeguckt, habe nur ganz wenig von seinen geschriebenen Worten hier übersetzen können, war schon drauf und dran gewesen, eine OCR-Software so weit hinzubekommen, dass ich mir eine eigene Schriftart mit dem Karl-Heinz Janke seiner Schrift mache, um die dann automatisch übersetzen zu lassen, aber da bin ich dann auch gescheitert. So, und irgendwann habe ich drauf geguckt und dann konnte ich es lesen. Ich habe gedacht, ach, ist ja krass. Ja, jetzt kannst du Karl seine Schrift lesen. Manchmal dauert es halt nur mal ein bisschen. So, also, mit dem Selbstladement möchten wir mal beginnen. Der hat dann noch mehrere gemacht. Hier ist auch noch ein Selbstladement. Hier ist dann noch ein Selbstladement. Und auch das hier ist ein sogenanntes Selbstladement, also keine Solarbatterie, Selbstlade. Hier hat er sogar Element genannt. Selbstlade-Element hat er es hier sogar genannt. Cool. Sonst schreibt er immer. Ha, hier schreibt er auch Element. Hier schreibt er Selbstladement. Hier ist es ein Selbstlademont und hier ist es auch ein Selbstlademont. So. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Also, was wir sehen, ist hier so ein Bottich, irgendwie so eine Dose. Und in der Dose hat er 3 Stäbe drin. Also hier 1, 2, 3. Oder besser gesagt 3 Rohre. Aber das gucken wir uns gleich mal im Detail an. Dann habe ich auch noch ein paar
paar Fragen an euch. Alle Worte konnte ich hier übersetzen, bis auf eins, das steht hier oben. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung, was es sein könnte. So, fangen wir einfach mal ganz oben an. Also hier steht zum Beispiel Speicherkapazität von 400 Volt bis 800 und in Klammern 600 Volt. Bei Aufladung etwas mehr. Ja, das ist schon ganz schön krass für ein Batterieelement da. Ah ne, von 40 Volt bis 800, aber trotzdem 40 Volt mit einem Batterieelement, das ist schon ganz schön krass. Also da scheint er ein bisschen mehr Spannung rauskitzeln zu können, als das, was in der normalen Tabelle von den chemischen Elementen zu sehen ist, was er da für Spannungsdifferenz hat. Aber gucken wir mal weiter. Also hier schreibt er danach 3 bis 5 Rohrstäbe mit Graphit gefüllt. Okay, also das sind Rohre und da ist Graphit drin, das Schwarze. Okay, soweit, so gut. So, dann hat er hier, oh, das ist jetzt interessant. Hier hat er Größen angegeben, von wann bis wann das funktioniert. Na ja, so von 25 bis 30 cm geht, von 42 bis 50, von 60 bis 80 cm bis 1,40 m in der Höhe. Und das müsste dann die Breite sein, denke ich mal, ne? Bis 32 cm im Durchmesser. Das finde ich schon sehr interessant, dass er hier sagt, dass das nur in bestimmten Größen funktionieren würde. Und da kam mir nämlich sofort die Sache mit Global Scaling in den Sinn und auch Viktor Krebenikov, aber dazu später. Durch Zufall bin ich dann auf das hier noch gestolpert, das hat auch der Karl-Heinz Janke gezeichnet. Und diese Zeichnung nennt er Oszillation und Wellenlänge. Ne, das hat jedes Tier hat eine eigene Oszillation und jedes Tier hat auch eine bestimmte Wellenlänge. Und hier schreibt er, aufgrund der Wellenlänge entsteht die Tierart. Ne? Das habe ich schon echt interessant gefunden, weil dazu hat nämlich auch dieser Viktor Krebenikov damals angeblich Studien gemacht. Ihr kennt den sicher, diesen Russen, der da diese fliegende Plattform entwickelt haben soll. Der müsste auch zu der Zeit von Karl-Heinz Janke dann gelebt haben eigentlich, ne? Und der hat ja diese Ameise hier als Symbol für seine fliegende Plattform angeblich. Und soweit ich mich erinnern kann, ich habe jetzt leider den Artikel nicht mehr gefunden, hat auch dieser Viktor damals Untersuchungen angestellt und hat sich mal die ganze Tierwelt angeguckt und hat diese ganzen Tierarten der Größe nach sortiert. Ne, der hat praktisch gemessen, wie groß so eine Ameise ist und wie viele Tierarten es da gibt, die auch so groß sind und dann die nächstgrößere Tierart und so weiter. Und dabei hat er eben festgestellt, dass die Verteilung nicht linear ist, ne, dass in der Natur da nicht jede Größe praktisch gleich oft besetzt ist, sondern dass es da Konzentrationen gibt. Ne, also dass in der Größe von Ameisen zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele Tiere, die auch so groß sind wie Ameisen, die dann leben. Und sind sie nur ein kleines bisschen größer, gibt es dann wieder ganz wenige Tierarten. Ne, dann wird es wieder ein bisschen größer, gibt es wieder mehr Tierarten. Und das hat zum Beispiel auch das Team und Hartmut Müller, ne, Global Scaling haben die sich damals genannt, schön publiziert. Ist jetzt leider das Einzige, was mir dazu einfällt, wo man das so schön zeigen kann. Und da seht ihr hier, ne, da gibt es hier so Konzentrationen, ne, wo ganz viel ist und dann mal wieder eine Zeit lang wenig bis nichts und dann wieder so ein Knotenpunkt, wo wieder ganz viel ist. Ne, die Verteilung scheint dann ziemlich logarithmisch zu passieren und wer das weiß, dass die Natur eben so funktioniert, dass die bestimmte Größen bevorzugt, wenn es um Schwingungen und Oszillationen geht, der versteht dann auch, was der Karl-Heinz Janke mit diesen Größenanordnungen hier wahrscheinlich gemeint hat. Ne? Und von daher ist es schon wieder ziemlich interessant. Also scheint er doch schon ganz schön was auf dem Kasten zu haben, möchte ich jetzt mal so behaupten. So, jetzt gucken wir mal weiter, was er noch geschrieben hat. So, das hier, was außenrum ist, das Blaue, sind Spulen. Die sind 0,5 mm im Durchschnitt stark, der Draht. Also Spulen, 0,5 mm Durchschnitt Draht, ne? Überkupfert.
und umsponnen, zweimal. Also überkupfert war das alte Wort für verkupfert. Ich habe auch gedacht, er hat einen Schreibfehler gehabt, aber ich habe geguckt, in aller Literatur wird oft dieses Wort überkupfert geschrieben. Und da habe ich aber dann mal noch eine Frage dazu. Ne, dazu aber gleich, weil erstmal gucken, wie die Spulen noch so aufgebaut sind. So, gewickelt als Wabenspule, um verzinkten Eisenblechzylinder. Ja, also die Spulen, die sind gewickelt als Wabenspule. Wer wissen will, wie eine Wabenspule aussieht, für den habe ich hier mal was. Korbspulen oder Wabenspulen werden die genannt. Ja, die, da muss man sich dann eine Wickelvorrichtung basteln, um die dann so schön zu wickeln. Ja, da kommt mir auch wieder Starship Coil in den Sinn. Ja, die haben ja dann in der Mitte so ein extrem krasses Magnetfeld, wenn man die dann so wickelt. Und in der normalen Elektrotechnik sind die, glaube ich, in Radios mit verbaut, um dafür irgendwelche Frequenzbänder auffangen zu können. Ne? Ich bin kein Radiotechniker und auch sonst eigentlich ganz schöner Elektronik, das ist das Wort dafür, Elektronik-Laie eigentlich. Und ja, so sehen jedenfalls diese Spulen aus, von die der Karl-Heinz Janke hier meint. Ne? Und kennt ihr bestimmt auch, es gibt auch Radios, die ohne Batterie funktionieren, die praktisch nur mit der Sendeleistung des Radiosenders funktionieren angeblich. Ne? Und ja, mit dem Hintergrund macht es dann vielleicht schon Sinn, ne? Dass man die Spule so wickelt, dass die besondere Frequenzbänder eben mehr aufnehmen kann als andere, vor allem wenn die dann auch so schön schwingen soll. So, und die sind dann umwickelt um einen verzinkten Eisenblechzylinder. Ne? Das ist dann wahrscheinlich dieses Rohr, wo dann dieses Graphit drin ist. Das müsste dann aus verzinktem Eisenblech sein. So, was haben wir hier noch? Aufgedrückt auf Zentrierbecher, würde ich sagen, heißt das. Also die Rohre sind aufgedrückt aus so einem Zentrierbecher, welcher mit der Außenschale verbunden ist. Ja, okay, macht das für mich elektrisch nicht so viel Sinn, da irgendeinen Becher reinzunehmen. Vor allem, ich weiß ja gar nicht, aus was die Außenschale ist. Ne, ich meine, wenn das hier verzinktes Eisenblech ist, dann dürfte der Behälter ja eigentlich auch dann verzinktes Eisenblech sein. Gehe ich jetzt mal davon aus. So, hier dürfte Isolierzentrierung oder Zentriering stehen. Zentriering. Also das Ding ist isoliert. Und hier unten kriegt er irgendwie ein Minus raus. Keine Ahnung, ob das ein Schreibfehler ist. Das macht für mich nämlich auch noch nicht so viel Sinn, dass er hier einfach dann... das ist ja das Gehäuse. Na gut, könnte dann auf dem Gehäuse eventuell das Minus sein. Doch, das macht dann schon Sinn. Okay, alles klar. So, dann wollen wir mal gucken, was hier oben noch steht. Mal wieder groß machen hier. So, hier haben wir nämlich das Wort, was ich nicht lesen kann. Dieses Wort ist es, heißt es Gasedrahtbahn. Was ist eine Gasedrahtbahn? Und vor allem, wie soll ich mir das vorstellen hier? Gasedrahtbahn leicht überkupfert, aufgerollt, eingelötet durch zwei seitliche Löcher, steht hier dann noch. Ja, wenn wir hier unsere Wicklung reinlegen mit einem halben Millimeter Durchmesser an Draht, dann kriegen wir ja schon ganz schön viele Windungen zusammen. Und dann hat ja unsere Wicklung auch einen Wicklungsanfang und ein Wicklungsende. Wo das Wicklungsende hingeht, ist mir hier unten nicht ersichtlich. Da scheint nichts da zu stehen. Und auch hier oben sehe ich nicht, dass irgendwie zwei Drähte rauskommen, sondern da ist einfach hier so ein irgendwas oben drüber gemalt und da ist dann hier der Anschlusspunkt sozusagen, wo dann hier angebliches Plus rauskommen soll. Na, das ist der Punkt, wo jetzt viele Fragezeichen durch meinen Kopf gehen, weil der Rest ist eigentlich so halbwegs logisch. Hier schreibt er dann noch, dass das Graphit, also was die Füllmasse ist, mit Elektrolyt gemischt wäre. Und wenn wir hier unten auf diese Draufsicht angucken,
dann schreibt er hier nochmal hin, dass hier die Graphitfüllmasse reinkommt. Also hier rundherum wird diese Graphitfüllmasse reingefüllt. In den Stäben dürfte dann theoretisch nur dieses Graphit drin sein, weil er das hier halt dunkelschwarz gemalt hat und hier so ein bisschen hellschwarz. Und an den Spulen nimmt er sein Plus ab und in der Mitte von diesen Graphitstäben, da hat er dann praktisch immer sein Minus. So. Als stinknormale Batterie würde das Ding ja schon mal Sinn machen. Ne, wir haben Elektrolyt, wir haben hier Kupfer und wir haben hier Zink. Ne, verzinkt das Eisenblech, also Zink. Ne, eine Zink-Kupfer-Batterie sozusagen. Ne, und da schreibt er dann auch hier oben, ich habe es wieder weggedrückt, dass sie aufgeladen mehr hat. Ne, also wenn er schreibt, dass die aufgeladen mehr Leistung hat, dann heißt es ja, dass die auch im Normalbetrieb hier bei Aufladung etwas mehr, dass die im Normalbetrieb auch schon ihre Spannung hat, ne, was man immer abnehmen kann. Ja, und das kenne ich vom Batteriebasteln. Ne, vor allem, wenn Graphit noch mit einer Rolle spielt, das kann man wunderbar laden. Und von daher macht es so zumindest als stinknormale Batterie schon Sinn. Wo jetzt aber die Fragezeichen sind, gucken wir erstmal, was hier drüben noch steht. Selbstladement saugt Strom aus dem magnetischen Kraftfeld der Erde und füllt sich selbstständig. Ohne Kompressor. Es kann aber auch ein kleiner Atomgenerator oder Kompressor benutzt werden. Stets zwei Lademente parallel koppeln. Eventuell 4, 6 oder 8. Okay. So. Ja, jetzt zu den Fragezeichen nochmal. Er schreibt hier, dass die Spulen, also die Spule hier drin, überkupfert ist. Ne, also, warum er da einen Kleikupferdraht hinschreibt, das müsste ihn ja damals ja gegeben haben. Also ist das jetzt irgendwie Eisendraht, der überkupfert ist, oder was ist das jetzt? Ne, und umsponnen. Ne, zweimal umsponnen, das wird heute auch noch so gemacht. Also diese Wabenspulen, die kann man heute auch so neu kaufen von kleinen privaten Firmen, die das nach wie vor herstellen. Und da ist es aber eigentlich so, dass bevor die umsponnen werden, dieser Lackdraht da in eine Isolierfolie eingepackt ist. Ja, also ist das Kupfer ja eigentlich dann komplett isoliert von der Außenwelt und hat dann praktisch gar keinen direkten Kontakt mit diesem Elektrolyt, was dann hier noch mit reingefüllt wird. Das ist jetzt für mich, was ein großes Fragezeichen wäre, wenn das jetzt einfach stinknormaler Kupferdraht wäre, der einfach nur mal zweimal umsponnen ist, damit er sich wahrscheinlich nicht direkt berührt, wenn man den so wickelt, höchstwahrscheinlich. Aber sonst dieses Elektrolyt durchlassen soll, dann macht das für mich als Batterie, als stinknormale Batterie schon wieder Sinn. Die könnte dann vielleicht so was wie 0,8 Volt oder 1 Volt ungefähr haben, was da rauskommt. Und man könnte auch schon ganz schön Strom rausziehen, bis sich der Kupfer eben aufgelöst hat. Es sei denn, man findet irgendein Elektrolyt, wo das nicht passiert, aber ist mir bisher keins bewusst. Ne? Irgendwie tut sich das edlere Metall dann immer auflösen, wenn man Strom rauszieht. Ja, von daher könnte man es als stinknormale Batterie sehen, aber vielleicht kommen ja da wirklich irgendwie bis zu 40 Volt oder sogar noch mehr raus, wenn man die Wicklung hier drin richtig reinsetzt und auch richtig anschließt, Anfang und Ende. Ne, weil da sind bei mir auch noch ganz schöne Fragezeichen. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Das wäre jetzt erstmal der Anfang. Ne, und aller Anfang ist schwer. Mal gucken, ob wir es irgendwie schaffen, die Visionen von Karl-Heinz Janke dann irgendwie umzusetzen. Und ich denke, wenn wir dann die Hauptantriebsteile eben haben, da ist dieser Rest rundherum bauen, dann ein Raumschiff oder ein kleines U-Boot oder ein fliegender Teppich, eigentlich kein Ding mehr. Aber naja, erstmal den Anfang irgendwie hinkriegen und ja, gucken, ob der Karl wahnsinnig war oder ob da doch ein Riesengenie da in der Psychiatrie vor sich hin vegetierte. Okay, ja, das war's dann jetzt eigentlich erstmal. Dann wünsche ich euch was und bis zum nächsten Mal.